Leute, willkommen zur ersten Folge der Minecraft Fakten. Heute gibt es mal ein paar Sachen von euch, die ich mal ausgesucht habe. Und wenn ihr weiter den für Minecraft Fakten habt, schreibt mal einen Kommentar und lasst Video hier. Und dann wie immer, wenn ihr Dinge, die ihr gut findet, mit Daumen nach oben. Schaut der Playlist vorbei für weitere Videos von diesem Format hier. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit Fakt Nummer 1. Und zwar kommt der von ins Minecraft und schreibt: Spinnen können an der Wolkbäude hochklettern. Und das wäre nochmal interessant, ob das funktioniert. Hier, das ist mein Command-Block dafür. Idee. Dann, wie das Wetter in den Kind kommt, dann seht ihr in einer anderen Folge. Und ja, Spinnen, Spiders. Mal gucken, ob funktioniert, wa? Es soll angeblich funktionieren. Wenn ihr sie als Block erkennt, die laufen erstmal aus der Wolke, lassen wir direkt mal raus. Nicht schlecht. Ich weiß wie man das so hier. Ich wollte sagen, wie man das triggern kann, aber die eskalieren. Ich glaube, das hier das Handel der Folge. Irgendwie so. Oder? Ach, scheißegal jetzt. Aber ihr seht auf jeden Fall, die können auf jeden Fall hochklettern und ich weiß gar nicht, wie hoch geht denn die Worldbird? Da geht das nur bis Höhe 265 oder so? Oder geht das höher? Also bis Höhe 1 Million. Ich glaube, es geht echt bis zum Ende. Also nicht bis zum. Also Höhe 256 halt, sondern wirklich bis zum Infinity halt, ne? Hier sind irgendwie alle weg. Lol, warum? Die spawnen oder so? Egal. Keine Ahnung. Also ein bisschen verpackt hier anscheinend. Aber ihr seht, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, die Spinnen können auf jeden Fall hier die Wolpe hochklettern. Fakt Nummer 2 ist von Michael Creeper noch schreibt, Sand oder Kies, droppt, wenn man die Blöcke auf einen Zaubertisch fallen lässt. Ja, Sand. Graveln auch noch dazu. Na, wir wollen den Fakt komplett hier machen, wie es im Kommentar stand. Hier habe ich einen Zaubertisch. Und ich mache eben so. Zack. Und ihr seht, der droppt. Was eigentlich kein ganzer Block halt ist, ne? Wir sind so für 4,75. Das heißt, es ist eine 0,75 Block hoch. Und nicht einen ganzen Block und deswegen droppt der Keys, weil es kein ganzer Block ist. Und nicht wie bei Slabs, ne? Da kann man das ja auch schon, ob ich wie Slabs hier oder so. Bestimmt. Oder nicht? Keine Slabs irgendwo? Meine Güte, das ist auch peinlich. Keine Slabs in der Welt hier. Die haben schon so lange die Welt und keine Slabs. Oder ich sehe sie wahrscheinlich halt einfach nicht gerade, ne? Das kann sein. Wie sieht's hier? Droppt das dann auch. Sehr gut. Ich hoffe nur. Blitz auf. Warum auch immer. Ist wahrscheinlich wegen Halloween. Wo es ja der 5. November gerade ist, an dem ich gerade hier aufnehme. Das soll Halloween eigentlich schon vorbei sein, aber. Ja. Keine Ahnung, warum das noch drin ist. Keine Ahnung. Gut, die letzten beiden Fakten sind von MC777. Jetzt schreibt der Mobs können nicht über die Azalea-Bushes laufen. Ist die hier oder die? Ich nehme mal beide kurz mit ihm raus und mit Mob kann ja auch ein Pick gemeint sein. ich weiß auch keine Arena oder so. Da will ich nicht irgendwo hinlaufen, ne? So. Zack, nochmal kriegen dieses hier. Wahrscheinlich können das können die dann nicht hier drüber laufen. Und wahrscheinlich auch nicht. Also wahrscheinlich können die nicht wieder drüber springen, würde ich nochmal sagen jetzt. Die können nicht springen. Was kann man eventuell austesten mit einem Villager? Und einem Zombie.
Ich habe hier aber auch das Richtige, also leer hier. Ne? Hier ist noch ein anderer Formular, was gibt. Und ich bin jetzt hier komplett falsch. Wie ist der Zombie? Der versucht hier drüber zu laufen, aber er kriegt nicht hin. Der Arme. Ich glaube, ich mache Arena noch ein bisschen größer. Damit er noch ein bisschen Zeit hat zu laufen. So. Zack, 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 zack. Dann machen wir noch so einen Villager und einen Zombie. Und er wird jetzt weglaufen und hier geht's nicht weiter. Er kann nicht über den Block hier springen. Was ein bisschen schade für den Villager ist. One Hit. Mit den Diebe sollte es aber funktionieren, würde ich aber jetzt mal behaupten. Und noch einer. Und genau jetzt springt er hier drüber und ist raus. Funktioniert. Und der jetzt auch. Also wieder toll. Aber mit diesen Azalea und diesen normalen Dingern hier geht das Ganze nicht. Da der Villager verkackt. Der bleibt hier stehen und kann überspringen. Obwohl das wirklich gleich hoch ist, ne? Genau. Der Spieler kann überspringen, aber der Villager halt eben nicht. Nice. Dann machen wir diese Schande mal weg hier. Aus Grasblöcken. Das muss nicht in der Welt rumstehen, auch wenn sie sich drüber freuen würde. Wir kommen zum letzten Fakt. Und zwar bei einem hohen Speed-Effekt wird der Sneak-Effekt quasi deaktiviert. Effekt give FP Speed Sekunden 100 100. Jetzt haben wir einen krassen Sneak-Effekt. Und wir sneaken, also schon sneaken, aber es ist eigentlich kein Sneaken. Mal gucken, wie es hier mit den Blöcken aussieht. Also man fällt immer noch nicht runter, okay. Das DNC zünden, aber ich habe keinen Bock jetzt drauf. Ich weiß nicht, wie es ist mit, zum Beispiel mit 256 oder so. Ich weiß, das höchste, was es gibt. Nein, wahrscheinlich noch 127. Und 128, 29. Was ist das höchste eigentlich? Oder ist es wie? Geht 200? Das geht auch noch. Was ist das höchste? 227? Würde mich interessieren. 255, ach so. Einfach eben hier Effekt mal eben clear. Jetzt habe ich den 256 im Speed. Ihr seht, der ist mal richtig schnell und selbst mit Sneaken geht es immer noch ratzefatz. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich. Man kann hier gar nicht so auf den auf das Ding hier eben laufen. Aber hält schon mal nicht runter. Aber beim Laufen da gibt es keinen Sieg mehr. Das ist dann so verdammt schnell. Hat die Animation drin, aber hält immer noch so verdammt schnell. Ich glaube, ohne Sieg ist trotzdem ein bisschen schneller noch, ne? Aber trotzdem, das ist ja schon kein Sneak mehr, ne? Naja. Das ist es gewesen mit dem Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt ein Like, abonniert den Kanal und ciao.